Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieve gezusten Islam. Heute inshallah een nieuwe video. We werden hier, het doet me leid, es wird een paar Leute schockieren, aber wir werden hier aufdecken die Wahrheit. Ob dieser Buch von Allah wirklich oder nicht, oder sind die Vorfahren von Jesus alayhi salam. Seine Vorfahren ist nach der Hadith auch, nach der Koran auch, dass der Jesus a.s. seine Vorfahren waren Rechtschaffene und fast alle Propheten von den Stamm Israeliten und die sind rechtschaffene Propheten. Das habe ich letztes Mal auch ein Video gemacht, die Propheten zwischen die Muslime und zwischen den Koran und der Bibel. Heute wir machen weiter eine Geschichte, subhanallah. Es wird schockiert ein paar Leute. Wenn er nicht schauen will, dann sollte ich nicht schauen. Aber es ist einfach, um die Wahrheit zu verkündigen. Und diese Leute, die lügen über Islam, um denen zu zeigen, die beschuldigen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beschuldigen Islam mit was, mit Übels, mit alles, was dreckig ist. Aber der Dreck ist bei denen. Wir fangen schon an, inshallah. Die Geschichte ist von Amnon und die Söhne, subhanallah, von David. Amnon und Tamar. Was ist mit denen? Das ist normal, eine Geschichte zwischen einem Bruder und Schwester. Ja. Lesen wir 2. Samuel 13,1. Danach geschah folgende. Abschalom, der Sohn Davids, hat eine schöne Schwester, Nama Tamar, und Amnon, der Sohn Davids, verliebten sich. Das heißt, beide sind Geschwister, aber von anderen Frauen. Geschwister aber. Amnon war sehr bedrücklich und wurde fast krank, wegen seiner Schwester Tamar. Subhanallah, verliebt sich in seine Schwester. Und iyadu billah, Inzest. Aber schauen, wie Shaitan, der schreibt es, das ist kein Mensch. Der will nur die Propheten beleidigen. Denn sie war jung, junge Frau. Und es schien Amnon unmöglich, ihr etwas anzutun. 13.3. Nur hatte Amnon einen Freund namens Jonadab, einen Sohn des Shima, des Bruder David. Jonadab war ein sehr kluger Mann. Das ist nicht klug. In Hebräisch steht weiser Mann. Das heißt, ein weiser Mensch, der gibt dir einen guten Ratschlag. Er sagt zum Amnon, warum bist du so jeden Morgen so bedrückt, Sohn des Königs? Oh, du Sohn des Königs, warum bist du so? So geschlagen, niedergeschlagen mit unserem Wort. Willst du es mir nicht erzählen? Amnon antwortet ihm, ich liebe Tamar, seine Schwester, die Schwester meiner Bruder Abschalom. Subhanallah. Das ist die Schwester von seiner Vater, die Tochter von seiner Vater, liebt er. Da sagte Jonadab, das ist der weiße Mann, zu ihm, der Weise, leg dich ins Bett. Schon, er gibt ihm einen Rat jetzt. So, Scheitan, jetzt fang zum Arbeit. Leg dich ins Bett und stell dich krank. Wenn dein Vater kommt, um nach dir zu sehen, sag ihm, lass meine Schwester Tamar zu mir kommen und mir etwas zu essen machen. Sie sollen der Krankenkost von meinen Augen zubereiten. Das heißt, diese was zum Kochen, ich will das von meinen Augen. Schon pervers, subhanallah. Mit ihrer Hand will ich das sehen. David, der König David, Segen und Friede auf David. Und David ist frei und seine Familie und seine Kinder sind frei von sowas. David schickte jemand ins Haus Tamar und ließ sie sagen, geh zu deinem Bruder und mach ihm das. Da kommt 2. Samuel 13,9. Dann nahm sie den Pfanne und legte ihm ein Gericht vor. Amnon wollte nicht essen, sondern sagt, schick Allah hinaus. Fang schon den Plan. Schickt Allah hinaus an die Leute, die bei ihm arbeiten oder ihm bedienen, was der Sohn oder der Sohn der König. Er sagt so, alles raus, dass er bleibt mit seiner Schwester. Der Wolf in ihm jetzt spricht. Als sie ihm in der Küche zu essen richtet, griff er nach ihr und sagt zu ihr, komm, leg dich zu mir, Schwester. Subhanallah. Die sagen mir, das ist ihr Name, Tamar. Noch Schwester dazu, leg dich zu mir, Schwester. Insist, walayyadabullah. Die Kinder von Ibrahim, von David a.s., das sind die Vorfahren von Jesus a.s. Schon was wir Vorfahren. Wal'iyadu billah, sind alle frei. Von ihm hier erkläre, die sind frei. Und wer glaubt an sowas? Muslim glaubt, dass die Häuser des Propheten so, dass die Vorfahren von Jesus so, ist kein Muslim. Danach Amnon wollte nicht aufhören. Nein, sie sagte ihm, wohin soll ich denn in meine Schande gehen? Du wirst alles einer, der niedergetrachtet, du wirst niedergetrachtigster Mensch in Israel da stehen, rede doch mit dem König, er wird mir dir nicht verweigern. So gehst du deinem Papa und sag immer,
ich will meine Schwester und dann vielleicht hilft die. Vielleicht hat sie diese Taktik, dass sie wegläuft. Kann sein. Man muss auch ehrlich sein, auch, wenn man liest. Vielleicht hat sie diese Taktik, die Arme, dass sie abhauen. Hinterher aber am Anfang, doch Amnon wollte nicht auf sie hören, sondern packt sie und zwang sie, mit ihm zu schlafen. Hinterher aber am Anfang Amnon eine sehr große Abneigung gegen sie. Hat sie schon jetzt vergewaltigt, sie ist noch Jungfrau, gell? Und jetzt fängt sie so Abneigung zu ihr. Ja, hat schon gekriegt, der Wolf, was er will, er fängt schon so Abneigung. Sie aber, der Hass, mit dem sie nur hasste, war groß als sie Liebe. Sein Hass ist so groß, als die Liebe zu ihr, mit dem sie geliebt hat. Amnon sagt zu ihr, geh auf, geh weg. So, hat schon gekriegt, was er will, so geh weg. Sie erwiderte ihm, nicht doch, wenn du mich wegschickst, wäre das doch groß Unrecht. Alles das hat sie vergewaltigt, hat sie erledigt, sagt Amnon. Und dann was macht er? Er schickt sie weg. Geh weg, jetzt brauche ich dich nicht. Dann sagt sie, hey, warum tust du mir das? Warum? Ich bin, du hast jetzt, was du willst von mir und jetzt also schickst du mir raus. Dann geht sie raus, kannst du das weiterlesen. Dann geht sie raus und dann fängt sie Erde auf ihren Kopf von Schande und dann weint sie. Aber die Geschichte geht noch weiter, weil einer von den Brüdern von ihm, er wird eine Rache nehmen auf diesen Amnon, auf seinen Bruder und tötet ihn. Und die Geschichte geht noch weiter beim nächsten Video, inshallah. Aber ich sage nur hier, stellt euch vor, subhanallah, ein Prophet, der Führer für die Menschen, der muss eine Führer für die Menschen. Und David hat das davon gehört. Ja, er war zornig. Ja und? Ja, er war zornig. Das war's. Was? Nur zornig? David hat nichts gemacht. David ist der stärkste König, was wir kennen. Hat nichts gemacht. Sein Sohn hat seine... Und noch dazu, danach werde... Gibt es welche, die versuchen, das auszureden zu finden, sagen, ja, das ist eine Strafe von Gott für David, weil er hat geschlafen mit die Frau, auch hat Unzucht getrieben, auch mit Uriah, die Frau von Uriah, Bathsheba, glaube ich. Und dies auch ist die Vorfahren von Jesus, a.s. Jesus ist frei von eurer Lüge. Und ich sage zu diesen Missionaren, wenn ihr Männer seid, komm, debattiere mich. Komm, face to face debattieren. Und nicht über Rücken reden und schreiben nur, Kommentar und nein, sei, komm und diese Lüge, was du verbrechst über Muslime und diese Lüge, was du verbrechst über Islam, ist bei euch, nicht bei uns. Ihr verdreht nur die Wahrheit, ihr verdreht und lügt nur. Wer von euch traut sich, er sollte mich debattieren. Sagst du die ehrlichen Christen, hoch nicht auf diese Leute sind übel, die lügen nur, weil bei denen ist so viel Dreck. Subhanallah, schau, euer Gott, der Retter der Welt, schau seine Vorfahren. Das ist verrückt. Seine Vorfahren sind vier, Entschuldigung, das zu sagen, Huren. Sind vier. Ich kann jedes Video auch machen. Und dann erkläre ich euch, welche diese vier. Ist die Vorfahren von Jesus so? Allah sagte, Jesus alaihi salam ist rein. Seine Mutter ist rein. Die Propheten alle sind rein. Also, überlegt euch. Subhanallah, ein Buch, der schützt die Propheten. Der für die Propheten, Allah azza wa jal, das sind gute Menschen, das sind unsere Vorbild oder solche, subhanallah, seine Kinder. Und da kommt die Geschichte, geht weiter, inshallah, beim nächsten Mal. Das wird noch schlimmer sogar, was der andere Sohn machte mit der Mütter, mit seiner Mütter, mit den Frauen von David a.s. Und sage nochmal, wir sind Muslime, wir sind frei von solchen Lügen. Und wir sagen auch, die Propheten sind frei von solchen Lügen. Und Jesus a.s. seine Vorfahren sind frei von solchen Lügen. Das ist alles von mir heute. Wa akhira dawana. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.